Ja, und wie kurz vor in dem Video von der Niceria Box schon gesagt, die Gusta Box ist auch am Monatsanfang gekommen. Wir haben heute den 7. Also relativ zügig, kommen immer meist zwischen dem 5. und 7. Und dann schauen wir mal rein, was da drin ist. Ich habe schon aufgeschnitten, aber noch nicht reingeschaut. War auch relativ schwer. Also ich vermute mal viele flüssige Sachen wieder dabei. So. Eine kleine Übersicht mit allem, was dabei ist. Da gucke ich immer sehr viel später drauf. Also hier zeige ich es euch kurz. weil sonst weiß ich ja vorher schon, was alles drin ist. So, Kekse. Loaca Classic Erdbeerbutter. Quatsch, Erdbeerbutter. Peanut Butter, also Erdnussbutter nicht. Ja, die Loaca sind eigentlich seit Jahrzehnten Klassiker. Sweet Table Mini Gugelhupf Marzipan von Dr. Oetker. Mit belgischer Schokolade verziert. Nutri-Score E. Komisch, was ist das denn? Dann haben wir Bruschetta Chips oder Bruschette Chips mit Sauercreme und Onion. Also Zwiebeln. Dann, das weiß ich jetzt, das waren schon mal 2 Kilo. Der Zangersaft Melone. Lustigerweise hatte ich den auch in der letzten Go-to-Market-Runde dabei und hatte mir den mitgenommen. Schmeckt ganz gut. Also ist mal was anderes als diese üblichen Tees. Dann Thunfisch, Chili, wenig Öl. Da freut sich mein Vater wieder von Harvester. Thunfisch ist ja überhaupt nicht meins. Dann haben wir Linolada, Milchcreme mit Haselnüssen. Nur Milch, also eine helle Creme. Milchcreme mit Haselnüssen, glutenfrei. Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Sonnenblumenöl, Haselnüsse, Molkepulver, pflanzliches Fett, Palmfett. Und schon sind sie durchgefallen. Aber ich kaufe sie ja nicht nochmal, von daher geht das. Seelenwärme Familiencreme Pudding, 4 Portionen Grießpudding. Ja, 4 Mini-Portionen, die funktionieren mit einem halben Liter Milch. Na ja, gut, ist normaler Pudding. Dann haben wir 2 Riegel. Sunrise Crunchy Milch und Cerealien, 2-mal. Dann noch ein Glas oder eine Flasche, natürlich leichte, Tomi, die habe ich auch noch im Kühlschrank stehen, weil, ach nee, die ist mit Freilandeiern, ohne Kükentöten. Ich habe irgendeine vegane Mayo, die verwende ich irgendwann mal. Und hier haben wir noch, oh, da kommen noch 3 Sachen, einmal Schoketten, Cake Time Lemon Cupcakes, die habe ich auch irgendwo anders jetzt schon mal drin gehabt. Also ist auch nichts Neues. Gab es die Tage schon mal. Letzte Monat in irgendeiner Box. Dann haben wir hier von Sunrise noch einen 3. Riegel. Und eine Flasche. Irgendein Bier. Ja, Jever Pfann alkoholfrei Blutorange. Ja, das trifft meinen Geschmack. Halb alkoholfreies Pilsner und 50% naturtrüber Blutorangenmarmelade. Blutorangenlimonade natürlich, keine Marmelade. Ja, die schlätze ich mir für morgen direkt kalt. Und das war's. Also mehr ist nicht in der Box. Gucken wir mal kurz drüber. 2, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 4, 5, 6. 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ungefähr 19 Euro die Kiste. Von der Vouchette Box gibt es übrigens 5 verschiedene Sorten. Tomate, Garlic, Sauercreme, vegetarisch und Pesto, falls sich da jemand eine andere... Also es muss nicht immer diese drin sein, die ich hier gerade hatte. Die kosten uns 1,69 der Beutel. Ja, das war es dann erstmal für die Boxen. Müsste dann jetzt 3 Wochen ungefähr, müsste dann die andere Brand News Box, also die normale, die Good News Box kommen. Wie gesagt, den Gesamtwert stelle ich in die ersten Kommentare. Euch einen schönen Tag. Bye!